5 Fragen an Marcel Pawlicek. Seit dem Jahr 1979 arbeitet er bei der Burkhardt Compression. Seit 3 Jahren im Amt als CEO. Welches ist für Ihr Unternehmen der wichtigste Standortfaktor? Also bei uns wie Burkhardt Compression ist es sehr wichtig, dass wir gute Verkehrsverbindungen haben. Und zwar auf dem Privatsektor, Privatverkehr wie auch im öffentlichen Verkehr. Wir haben doch sehr viele Leute, die von der Ostschweiz kommen. Also gerade die Mehrheit von unseren Leuten kommt aus der Ostschweiz und aus dem Wieland. Und da sind teilweise die öffentlichen Verkehrsbedingungen und Verkehrsverbindungen nicht so optimal. Und was für uns auch sehr wichtig ist, dass wir ums Gebäude herum genug Parkplätze haben, dass die Leute dann mit dem Privat-PW herfahren können. Was brauchen Sie, um Arbeitsplätze zu sichern? Um bei Burkhardt Compression erfolgreich zu sein, brauchen wir selbstverständlich natürlich gute wirtschaftliche Bedingungen, global. Die sind zum jetzigen Zeitpunkt sehr gut gegeben. Wir haben auch in Winterthur einige neue Stellen aufgebaut in den letzten paar Monaten. Und was auch sehr wichtig ist, dass wir eine sehr gute Infrastruktur auf dem Platz Winterthur antreffen können. Wir haben doch sehr, sehr grosse Maschinen, die grösste Maschine bis 320 Tonnen Gesamtgewicht, die wir aus Winterthur müssen transportieren in die ganze Welt raus. Wie empfinden Sie die Winterthurer Verkehrspolitik? Die Verkehrspolitik in Winterthur war in meinen Augen in den letzten Jahren sehr auf den öffentlichen Verkehr ausgerichtet und hat eigentlich den Privatverkehr fast ein bisschen negliert. Und in meinen Augen ist sie auch sehr einseitig und nicht gerade zukunftsorientiert und vorausschauend. Und da sollte man einiges ändern in die Zukunft. Was wünschen Sie sich vermehrt von Seiten Politik? Also auf der einen Seite wünsche ich mir von der Politik mehr unternehmerisches Denken, vor allem wenn es um die Ausgaben geht. Auf der anderen Seite wäre es auch schön, wenn die Industrie und das Gewerbe viel mehr einbezogen werden, wenn es um die Lösungsfindung geht. Vielfach werden wir schlussendlich vor veränderten Tatsachen gestellt. Und wir sind ja keine Bösen, wir bieten ja gerne Hand bieten und für konstruktive Lösungen sind wir auch immer zu haben. Warum ein Ja für die Allianz Starks Winterthur? Damit wir die Arbeitsplätze in Zukunft auch weiterhin können, im Winterthur sichern können, brauchen wir eine Veränderung. Die 4 bürgerlichen Kandidaten die haben in unseren Augen und in meinen Augen ganz klar erkannt, was die Bedürfnisse der Bevölkerung, vom Gewerbe und der Industrie sind. Und darum unterstütze ich ganz klar die Allianz Starkes Winterthur.